Servus Leute, wie geht's? Ich bin's wieder, Rollerbing, was ist das? Herzlich willkommen zu dieser weiteren Runde der Freundschaft der Eroberung. Heute wollen wir die Festung des Schwätzers 2.0 angreifen und hierbei habe ich, möchte ich auch nicht so derartig durchrushen, deshalb habe ich jetzt hier nicht so die stärkste Kampftruppe mit dabei. Ich habe mir meine Hautabzieher, meine Häuter mit eingepackt. Die haben zwar schon einmal in einem Gruppenmatch, haben die zwar schon mal gewonnen, aber die haben dafür hier keine Belagerungsverstärkung und so. So, wir zappen jetzt einfach mal kurz durch. Es soll hier ein paar bekannte Gesichter gehen, aber hierbei geht es viel mehr darum, was sie sagen, als wie sie aussehen, ja. Von außen könnte der Tuhorn, der Schwitzer alles Mögliche sein. Irgendein Köder, ein Glückspilz oder weiß der Geier was, ja. Nicht unbedingt was Besonderes, aber er hat ein besonderes Geschwätz. Der schwätzt nämlich so viel wie ich. So ungefähr, ja. Ugol, der Barde. Man braucht sie nicht vorzustellen. Die Barden, das sind Schwätzer der ersten Stunde. Hocklick, der Uralte. Ich hoffe, dass er mit uns spricht und mit uns deren legendäre Monologe führt. Ja, Dialoge. Einer vom Schwarzen Tor. Griecher kennt man. Ich glaube, das ist einer, den man auch häufiger. Nee, obwohl gar nicht. Gar nicht wahr, den sieht man jetzt so häufig in Online-Eroberungen, aber scheißegal, das ist einer vom Schwarzen Tor, ist geil. Rasch, der Zweigesichtige, braucht man noch mehr sagen, hoffen wir, dass es heute funktioniert. Ein Langweiler, es ist immer wieder geil, mit einem Langweiler zu schwätzen, weil die kennen die Geschichte Mordors, oder glauben sie zu kennen. Und eine Krähe. Wenn die alle natürlich das machen, was wir von ihnen wollen, wird's richtig, richtig geil. Aber ich bin guter Dinge, dass es funktioniert. Und wenn nicht, zwingen wir es einfach dazu. Let's go. So, damit stehen wir nun vor dieser Zitadelle und wollen uns mit ihr messen und mal gucken, was es denn hier noch so alles so Feines drin gibt. Oh, ja, keine Belagerungsbestien, geil. Ich glaube, dann sind auch Spikes mitten an den Mauern. Ja, das ist so eine Kampftaktik, dass wenn man auf die Belagerungsbestien einfach verzichtet, dass man dann einfach dann auch Mauer. Dann ergeben die nämlich Sinn und halten auch den Talion ganz gut draußen, aber ihr seht, es gibt immer eine Möglichkeit. Eine Bestie. Auch keine schlechte Idee. Eine Bestie noch mit reinzupacken. So, hier haben wir den Barden. Einen Reimer. Der sieht auch ein bisschen böse aus. Und Urlach, so die Bestie. Sind natürlich alles Schwätzer, weil sie alle irgendwie ihre eigenen Geschwätze haben, was sie zum Besten geben wollen. Komm her! Schon mal was von Bartpflegemitteln gehört? Das wächst ja in alle Richtungen bei dir. Hi. Oh, Scheiße. Ein Schrei bis ins Mark. Tödlicher Schlag. Er abbekommt. Der dreckige Tark. Der in der Mitte scheint ja wohl ein freier Vers gewesen zu sein, denn der war noch beknackter als alle anderen. Ich mag die Waffe von dem. Von Borgu, dem Reimer. Hi, oh geil. Sieh meine scharfen Zähne und verzweifle, denn bald reiße ich dir damit das Fleisch von den Knochen. Und beende dein armseliges Leben. Wer hat jetzt gerade noch an Rotkäppchen gedacht? Jo, genau darauf habe ich es abgesehen. Oh, scheiße. Wow, meine Jungs sind immer noch draußen und ich bin jetzt schon wieder vergiftet. Super geil. Hi. Oh, Kacke. Oh, cool. Ein Standpunkt. Mit nur zwei Gesichtern. Woche lang Noruk, geh weg. Du hast jetzt verkackt. Oh, krass. Ah, ja. Die kennt man, die drei. Die drei kennt man auf jeden Fall. Sind es damit sechs Gesichter oder nur drei? Boah, shit. Der dumme Wurf probiert es wieder. Boah.
Scheiße! Hä? Meine Jungs sind noch gar nicht durch. Was soll denn der Kacke? Wir hassen dich beide, alles klar. Gerade mal unser Abhäuter ist durch. Unser Orlok. Wir brauchen hier ein bisschen Verstärkung. Komm her, hässlicher Orlok. So, aufschlitzen. Gottverdammte Hacke. Ah, die Bestie ist also ein Dings, ein Kommandant, ist gut zu wissen. Ha, hi! Wuhu! Yeeha! Yeehu! Yeeh! Gib ihm Saures! So, weiter geht's. Ich reise mit Stil. Lauf, komm schon, lauf, Dicker, lauf. So. Wie ist das möglich? Du bist bald. Boah, die Augen krass. Du solltest auf Knien sein. Nicht die Bestie. Tja. Heute nicht. Den Kopf nehme ich mir mit und hänge ihn mir über den Kamin. So ein haariger Schädel. Alle Mann in Deckung. Es könnte gleich etwas unangenehm für alle werden, für alle Beteiligten, weil ich werde jetzt hier mit explosierenden Hämmern mitten hineinschmeißen und es ist mir scheißegal, ob ihr Freund oder Feind ist. Stirb, du Sau! Oh, scheiße. Halt, halt! Es fehlt mein Grabgedicht! Gönnst du's mir nicht? Ums Verrecken nicht! Das ist, hat irgendwie was von Asterix und Obelix in... brutaler Version, während Trubadix verprügelt wird. Oh, scheiße, das ist der... Jo. Brecher. Von einem kleinen Tag erledigt? Wohl kaum. Bleib doch einfach liegen. Bitte. Hi. Ich fürchte dich nicht. Ich kann die Rache der Untoten entfesseln. Wie poetisch. Aber theoretisch... Es ist mir egal. Oh, das war ein Schlag, ey. Tschüss. So. Nicht sterben! Sehr gut. So, jetzt holen wir uns den hier erstmal. Beziehungsweise nicht.
Also, das neue Holen ist, beziehungsweise nicht holen. Boah, scheiße! Scheiße, nicht den umbringen, nicht ihn umbringen! Oh, hi! Oh, hi, Natsuka! Ach, Schnauze, Natsuka! Boah, Kacke! Junge, was geht hier eigentlich ab? Wir können hier ein leichtes kleines Problem haben, denn ich habe keine Leben mehr. Ich wollte es nur mal kurz so gesagt haben. Weiß nicht, wie viel ihr damit anfangen könnt, meine Krieger, aber es sollte euch zumindest mal aufgefallen sein und irgendjemand flieht dort. Wieso wird Kriecher vom schwarzen Tor getötet, ihr dreckigen Ratten? So, weiter jetzt. Weiter kämpfen, weiter kämpfen, weiter kämpfen. Voll entzücken. Prügelei, Prügelei. Okay, ein bisschen Schwund ist immer. Bisschen ist gut. So. Mal gucken, was passiert, wenn ich den jetzt beschäme. Sagt jetzt die ganze Zeit Blutaxt, Blutaxt, Blutaxt. Nee, leider nicht. Scheiße! Weitermachen. So. Ah, Kacke. Weiter Heilung gibt's keinen Dings. Gibt's keine Krankheitstage. Oh, scheiße. Die muss ich ja erst erobern. Den Punkt muss ich ja erstmal erobern. Yeah! Weiter geht's. Boah, die halten uns hier echt gut zurück. Teilweise echt. Ja. Alles klar. Sie hassen ihn. Sie hassen mich beide, aber er mich noch mehr. Wer ist er? Ist ja auch egal. Cool, eine Halbzunge? Der Tote auch gut. Und der Uralte. Geh doch weg, Mann! Du Stinker! Wow! Diese Sau! Lebt hier noch was? Scheiße. Der Tod ist abgehauen. Halbzunge, schwätz mit mir. Ich will, dass die Halbzunge mit mir spricht. Ganz, ganz wichtig ist es, dass der mit mir redet. Das ist immens wichtig. Und so dürfte es gehen. Jawohl! Töte alle Menschen! Hubel Shogogol Kodatgo! Okay. Ich fänd's so lustig, wenn so ein Olog dann so das schwätzt und dann steht er am Ende: Ich koche heute Erbsensuppe. So in den Klammern so. Dass die überhaupt keine Ahnung haben, was sie da eigentlich schwätzen. Mir fehlt die Überzeugung, ich glaube, es hackt. Komm schon. So. Nein, ich enttäusche Sauron nicht. Heute nicht. Und morgen? Vielleicht? Wie sieht's jetzt aus?
Okay, jetzt ist er sauer. Jetzt ist er sauer. Ich verstehe das absolut, aber. Schnell nach dort hinten. Hi, wer lebt hier? Möchte einer mit uns reden? Wie sieht's mit dir aus? Ihr seid ein paar hässliche Kerle. Die Chancen stehen schlecht für dich. So viel ist sicher. Klasse. Toll. Ein Langweiler. Er spricht. Das ist. Ja, es stimmt. Das ist wirklich eine Langweiler. Den sehen sein Dialog war langweilig. Autsch. Ich bin echt auf der Jagd nach diesen Dialogen. Die will ich haben. Woo! Das hat sicher wehgetan. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Nein. Geh weg. Oho! Boah, shit! Boah. Haha! Hui! Oh, scheiße. Schnell, 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 schnell. Wo ist er? Da ist er. Guter Treffer. Ist es das, was ich denke, was es ist? Sag mal, Lippe, ja, geil! Wir wollen uns gegenseitig töten. Einer von uns wird sterben. Und das werde ich sein. Der dich tötet! Alles klar. Läuft. So geil. Die haben fast dasselbe geschwätzt wie so Säufer. Jawohl, der hat einen epischen Hinrichtungskonter. Läuft bei dir. Wir hatten den Scheiß jetzt hier arrangiert. Leute, ich mag ein schönes Feuerwerk so wie jeder andere, aber... Doch nicht dann, wenn ich in der Nähe bin. Was ist denn los mit euch? Boah, die halten schon ein bisschen was aus hier, die Kerle. Geh weg, Mann! Alter Schwede, was ist denn los mit euch? Hey! Hab keine Angst, wir hegen keinen Groll gegen dich. Okay. Schön. Dann wieso schlagt ihr bitte mit allem, was ihr habt, auf mich ein? Lasst die Pistolen da, wo sie sind. Die sind da gut aufgehoben in ihren Holstern. So. Du kannst nicht siegen, Tag. Da wird's Gorok Najash. Okay. Aber wenigstens geiler Endmologolog. Sau cool. Sehr geil. Stirb, du Sau!
Ja. Jetzt prügel ich den erstmal die Scheiße aus dem Leib, ey. Seiner komischen Scheißgitarre da. Ich habe ja gehört, dass man Gitarren auf schon überall zerdeppert hat, aber nicht, dass man damit Leute schlägt. Was soll denn das? So. Wow. Der Orlok ist aber geflogen. Heilige Scheiße. Der Quäler, nice. Ein Geier, nee, eine Krähe. So, ihr Aasfresser. Ich pack gleich deinen Kopf auf den Spieß. Eigentlich ist das auch nur so eine Art Speer. Vielleicht gibt es da auch einen Unterschied, keine Ahnung. Aber es klingt schon viel besser als Speer. Also ja, Kopf auf den Spieß. Super. Super. So total enthusiastisch am Anfang, so ja. Und dann irgendwie so, Scheiße, was ist das? Oh, cool, ein Flüsterer. Dich töten. Ich werde dir nahe kommen und ich werde deine letzten Atemzüge. Alter, als ob, und der ist verbrannt. Der hat so Brandwunden. Wie cool ist das bitte? Nice one. Und dann hat er trotzdem sein Geschwätz von dem Flüsterer behalten. Nice Sache, ey. Oh, hi, die Krähe. Du denkst, du nimmst es mit uns auf? Deinen Kopf bringe ich dem Oberherrn selbst. Ach, geh doch weg. Deine Pläne stürzen alle herab, als wurden ihnen die Flügel gestutzt. Okay. Aber erstmal stutze ich dir hier die Flügel. Und ich fange mit deinem Kopf an, indem ich ihn abhacke. Na gut, der stutzt ihm jetzt echt die Flügel, der man mir aber abhackt. Aber was soll's. Lebt hier überhaupt noch irgendetwas? Mein letztes Lied ist ziemlich lang und vor dem Tod ist mir nicht bang. Der letzte Ton jetzt bringt mich um. Der hatte auch irgendwie, glaube ich, die Schnauze voll die ganze Zeit vom Singen. Ah, Scheiße. Wir haben überlebt, Leute. Wir haben überlebt. Hast du noch ein paar letzte Worte für uns? Klar könntest du mich töten, so wie alles erwarten, aber du bist ein Original. Danke. Ein wilder Typ. Vielen Dank. Du könntest mich gehen lassen und die Orks würden sagen, hey, der Waldläufer ist ziemlich wild. Ich hab Angst. Nein. Diese Stimme. Das ist einfach nur zu geil, wirklich. Moment, ich komme gleich zu dir, mein Freund. Ich muss nur kurz für deine Hinrichtung sorgen. Nein, ich wollte dein Todesröcheln hören. Zu spät. Wenigstens hat es zu dem Anfangsgespräch gepasst. Vielleicht hat er sich's gemerkt. Und hat sich gedacht, heute bin ich mal kein Arschloch. Und sagte Lemming, wann sie mal etwas, was einen Zusammenhang hat zu dem vorangegangenen Gespräch. So.
Super, jetzt explodiert diese Scheiß-Furzbombe mitten in diesem Raum, in diesem beschissenen Bergfried und ich denke mir einfach nur, leckt mich am Arsch, ihr Schweinepriester. Oh cool, da ist ein Skorpion. Heute Nacht wird es einen Leichenschmaus geben. Schade, dass der nicht mit was anderem angefangen hat. Aber als König der Schwätzer muss natürlich ein Schwätzer her, ne? Weil der kann, glaube ich, fürs Geschwätz Gold kriegen. So, der Zwergenhasser, sehr gute Idee. Und ein Skorpion. Und Tuhorn der Schwätzer. Okay. Aber was für seltene. Ich habe schon häufiger gegen Skorpione gekämpft. Aber die haben bis jetzt noch nie so ein spezielles Geschwätz rausgehauen. Vielleicht passiert es ja jetzt gegen mir gegenüber. Das wäre sehr schön. Sehr nett sogar. So. Ah, shit. Yo! Ich wollte dich längst töten. War nur ziemlich beschäftigt. Warum redest du eigentlich sowas, wenn du etwas viel, viel anderes sagen könntest, was alle gerne jetzt gehört hätten? Du miese Ollokratte. Oh, cool, Krimp, dass du ihn umbringst. Obwohl ich mit ihm schwätzen wollte. So, vielleicht gibt er jetzt irgendeinen Ton von sich. Ich trauere nicht um mich, sondern um all die getöteten Uruks. Du Schlechter. Sehe ich da etwa Tränen? Ach ja. Sorry, 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 sorry. Lass das nicht mehr wehtun. Wow! Stirb schon, du Sau! Heide, nein, scheiße. Ja. Wow, shit. Kacke, 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 so ein Bockmist. Boah, scheiße. Was tut man nicht alles, um mit den Leuten zu reden? Boah, es ist wieder ein langes Video. Wahnsinn, hey. Die halten uns echt ganz gut zurück. Naja, gut. Ich möchte natürlich auch. Ich möchte auf das Geschwätz von denen eingehen. Das ist mir ganz, 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 ganz wichtig. So. Wen nennst du hier blöd? Boah, shit. Scheiße, Mann. Ja, wenigstens noch den Endmonolog, den darfst du jetzt nicht verkacken, Junge. Hier wird jemand den Tod bringen. Er wartet bereits auf dich. Irgendwo. Ja, super, das weiß ich auch. Danke.
Was ein Schwätzer hier. Blödes Gewäsch hier. Wo ist er? So, jetzt. Verlogener Bastard! Ich werde zurückkommen und dich aus dem Grab heimsuchen! Super! Super! Das ist doch zum Kotzen! Wenn man von einem Uruk mit so einem Titel etwas erwartet und er geht hin und pisst dir eigentlich mehr oder weniger ins Ohr. Damit. Er hat den Tod nicht, er hat nichts anderes als den Tod verdient. Er hat darum gebettelt. Die Schweinebacke. Dagegen kann ich doch nichts. Jetzt habe ich den an seinem Floh verseuchten Läuse zerfressenen Haarschopf und den schmeiße ich jetzt ja auch runter. Nichts anderes hat er verdient als matschige Pampe. Dass sein Gesicht matschige Pampe wird. Ach. So, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr lasst Like, Bewertung, Abo da. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein und macht's gut. Ciao.